Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. So, wir sind immer noch hier bei der Ernte. War das nicht eine tolle Begrüßung? So, die Kacke läuft jetzt. Entschuldigung, dass ich Kacke sage. Aber Kacke ist ja kein schlimmer Begriff. Die Ernte läuft, sie läuft in vollen Zügen. Der Rubel rollt, der Traktor rollt, alles rollt. Macht das schon das Röhrchen auf? Hey, Kollege, du hast gerade mal 50%. Ach so, weil der Traktor da steht. Na? Ernte mal schneller. Ist das Feld größer? Nein, oder? Eigentlich nicht. Aber länger kann das sein. Ich glaube, das ist länger. Ist schon echt fast voll. Jo. Warte, Kollege. Machen wir nicht mehr leer. Wie heißt so schön? Flasche leer, Redster voll. Hier könnten wir bestimmt schön Doppelkorn rausmachen. Das wäre auch noch eine geile Idee. Genau, Kollege. Hau mich weg hier. Na Dings, Schnapsbrennerei, was wir mit Korn beliefern könnten. Selber bewirtschaften, also, ne, den Gewinn davon selber machen können, so schön verkaufen. Aber ich finde, die sollten jetzt echt mal langsam Tiere mit einfügen. Also nicht nur hier diese Dings, sondern auch Schweine, die wir zum Metzger fahren können und so. Jetzt können wir eigentlich schon mal Ötken hier auf Position bringen. Bin ich mal so der Meinung. So, Edgön ist bereit. Ist unser Herbie. Das ist unser Herbie. Herbie, unser kleiner Traktor. Kennt ihr noch die alte Sendung? Wie hieß denn der? Ein kleiner blauer Traktor? Nein, oder der kleine blaue Traktor? Ich weiß es gar nicht mehr. Gab es diese Sendung überhaupt? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die kennt. Ob es überhaupt gibt. Kleine blaue Traktor. Ich komme ja auf Ideen. Na, Kollege, findest du heute noch den nächsten Gang? Die ganzen Zuschauer warten darauf, dass du fertig wirst.
Und was ist hier? Gar nichts. Oh, diese Helfer. Hauptsache die Kohle einstecken. Immer diese kleinen Noobs hier. Diese scheiß Hobbybauer. Ja, scheiße, wir sind selber Hobbybauer, ne? Na egal. So, das Feld zu Ende abernten, dann kann man einsehen. Und dann ist das eventuell nur noch eine Ernte. Ich hoffe es mal. Eine Ernte. Da müsste vielleicht hinkommen. Nein, das kommt nicht hin, glaube ich. Je nachdem, was jetzt unser. Wie viel ist denn jetzt unser Getreide so wert? Wo haben wir das Weizen? Weizen, Weizen, Weizen. Das ist auch nicht gerade viel. 1118. Achso. Okay, das Knöpflein. So. 1210 am Hafen. 1291 in der Mühle. Also ist nicht gerade das meiste. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir holen auch ungefähr das Doppelte von den Feldern runter. Als wie mit Raps. Na, so als Beispiel, wir haben jetzt ein Feld und würden jetzt da ja, 10, ne, 1000, ja, 1000. 1000 Liter runterholen und wenn wir dafür 2000 kriegen, bekommen wir bei Gerste und Weizen halt 2000 Liter vom Feld. Wir kriegen dafür 1000. Also im Endeffekt ist es das gleiche. Ja, und jetzt wollte ich noch was anderes nachgucken im Dings wegen Dünger. Da hatte ich überlegt, wo ist denn jetzt hier Seemaschine, Düngersteuer. Ja, die kann man ja holen. Das sind 36 Meter, ist alles okay. Aber die Spritzen bewirken genau dasselbe. Wie teuer ist 6 Slots? Und das sind nur zwei. Ja gut. Aber das ist eine Selbstfahrung, ne? Die kann man ja, wenn zur Not, die später ja nochmal kaufen. Aber wie breit die hier... Gar nicht bei, ne? Ach, das ist ein Zusatz, dann go. Dann kaufen wir die hier später. Ja, wir werden ja sowieso irgendwann auf Dünger umsteigen. Auf Dünger sei schon. Auf Gülle umsteigen. Wie weit ist unser? Das sind noch ungefähr 3 Spuren. Dann warten wir ab, bis er die nächste noch fertig hat. Dann können wir unsere Seemaschine losschicken. Würde ich mal so grob behaupten. Aber was ich auch cool fand, irgendjemand hat in die Kommentare mal geschrieben, dass er ja, seinen Bauernhof genauso nachbaut wie meinen.
Würde mich mal interessieren, ob der Zuschauer immer noch da ist und ob er jetzt auch wieder an neuen Hof angefangen hat. Wäre mal cool, wenn du unten in den Kommentaren schreiben würdest. Was ich nicht alles immer in den Kommentaren schreiben sollte, ne? Ob es einen kleinen blauen Traktor gab, die Sendung. Ob es den nur den Abonnenten noch gibt. So, jetzt schmeißen wir erstmal die hier an. Düse mal dahinterher. Keine Lust, dass der wieder stehen bleibt. Schon wieder fast voll. Ja, jetzt müssen wir erstmal den Hänger wegbringen. Obwohl, jetzt warten wir erstmal, bis der hier fertig ist. Weil dann können wir den nämlich gleich direkt an der Seite fahren. Weil sonst wird unsere Seemaschine nicht bis zum Schluss fahren und das kostet uns Geld. Also wenn der Helfer halt halten muss und dann da steht. Ist ja wie so ein überteuerter Taxifahrer. Stehst eine rote Ampel, das Fahrzeug bewegt sich nicht, geht die Uhr trotzdem weiter. Echt schlimm. Am besten ist da bei Taxifahrern immer einen Festpreis aushandeln. Pimmelköppe, die. So, den fahren wir jetzt mal an die Seite. Das Korn kippen wir mal jetzt ab. Da müssen wir den Traktor eh wieder leer. Den Traktor. Den Mähdrescher nochmal leer machen. Sonst wird das nichts mit der nächsten Ernte. Schalalalala. Schalala in the morning. Ich höre schon auf zu singen. Sollte mal weniger den Nippel hier rumspielen. Am Joystick. Entschuldigung. Nicht ganz jugendfrei. Wir düsen durch die Gegend. Lalalalala. Morgen soll es regnen, das stört uns gar nicht. Lalala. Na, fertig, fertig, fertig. Geht doch. Und wieder zurück. Zurück. Das ist jetzt unser. Oh, fertig. So, dann können wir jetzt ja nochmal wahrscheinlich nacharbeiten, ne? Oh, ne, sieht eigentlich gut aus. Okay. Dann werden wir jetzt die Seemaschine mal zusammenfalten. Und dann werde ich jetzt mal durch Zauberhand ganz schnell den Raps wachsen lassen. So, dass wir in der nächsten Folge dann den Raps ernten können. Ich sag's wie immer, tschö bedö und bis die Tage.